Sonst ist hier Möglichkeit zum Hochklettern irgendwo wahrscheinlich. Jetzt müssen wir die nur noch finden, weil das Gebäude hat auf jeden Fall zwei Etagen. Okay. Okay, da kommt man nicht hoch. Aber was, wenn es hier einen zweiten Eingang gibt? Dem wir noch nichts wissen. Oder auch nicht. Okay. Also anscheinend gibt es noch ein paar Sachen, die wir hier nicht erledigen können. Obwohl ich sie gerne erledigen würde. Da gibt es auch keine Möglichkeit. Hier sehe ich auch nichts. Aber da. Da oben, da ist ein Loch. Vielleicht können wir da reinfallen. Also, dieses Gebäude macht mich auch irgendwie irritiert. Irgendwie scheinen die Gebäude miteinander verbunden zu sein. So, damit ich jetzt nicht so lange latschen muss, nehmen wir das Pferd. Und anscheinend kommen wir hier irgendwie rein. Jawohl. Der nächste bitte. Hier ist ja jede Menge los, Leute. Ey, Mensch. Ja, die Wumme lasse ich schon ausgerüstet. So. Was gibt's hier drin so Feines? Mal wieder nichts. Und wieder ein Loch oben. Bam. Also, ich frage mich langsam, ob mich das Spiel verarschen will. Er zeigt mir so viele Möglichkeiten. Boah, geil, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Und dann, haha, kriegst du nicht. Oder hängt das irgendwie mit... Oder kommen wir in eines der Gebäude da hinten rein? Das ist auf jeden Fall die untere Ebene. Das sind alle Gebäude, in die wir reinkommen. Ich bin sowas von ratlos. Und vielleicht da hinten an der Seite. Vielleicht haben wir jetzt einen Gegenstand, den wir vorher brauchten. Nur da ist nur die Dämonenranke. Dämonengewächs. Hier ist nix. Ist auch nix. Alles eingestürzt. Wie komme ich an diese Truhe? Das sind nur Vulgrim-Symbole. Nichts, womit ich was anfangen kann. Aber das da oben. Kommen wir so da dran? Nein, ich glaube, wir sind zu weit weg dafür. Ach, wir haben das Item noch nicht mal ausgerüstet. Na komm schon. Irgendwie müssen wir doch da rankommen. Und irgendwo. Ah, geil. Aber Autos kann man so schön hochschleudern. Hab eine neue Disziplin für übernatürliche Lebewesen. Autoweitwurf. Autohochwurf. Und was noch so alles ansteht. Naja, wir können eventuell noch die hintere, aber nee, da ist nix. Da kommen wir nur in diese... Ach, verdammt. Ne, da ist nur dieses Super-Ding, also da kommen wir auch nicht ran. Da sind wir auch schon mit dem Tremor-Handschuh reingekommen. Und sonst würde ich mal sagen, wir laufen jetzt zum Galmturm. Wir laufen jetzt die ganze Strecke zu Fuß, weil... Vielleicht haben wir hier was übersehen. Vielleicht haben wir hier eine... Aha! Hier gibt es eine untere Etage. Wieso weiß ich nichts davon? Weil zum Schluss... sieh an, was zum Hangeln. Ah ja, so langsam schließt sich der Kreis.
Okay. Jetzt machen wir die Jungs hier Platz. Keine Ahnung, warum die wieder hier auftauchen und warum immer stärker hier auftauchen, aber anscheinend war es dann zu langweilig, hier mit super schwachen Zombies zu kämpfen. Okay, so kommen wir dann nicht ran. Also müssen wir irgendwie anders ran. So. Nämlich hier runter. Komisch. Wieso wird hier angezeigt, der Bereich hat 2 Etagen? Hier kann sich nur etwas verstecken. So. Tauchen wir hier mal auf. Hier war ja nur die eine Lebenssteintruhe. Oh, was haben wir hier? Nix. Alles klar, dann schauen wir uns hier mal jetzt genauer um. Weil auch nichts und an die eine Stelle kann man ja natürlich nie ran. So. Wollt ihr noch mehr? Okay. Da müssen wir jetzt hoch, da ist ein Dämon. Aber irgendwie kommen wir da hoch, vermute ich mal. Ich weiß nicht wie. Aber anscheinend kann man da hoch. So, vielleicht können wir jetzt von hier aus problemlos die Kette benutzen. Ja. Und zack. Gucken wir das gut jetzt. Wofür das jetzt gut ist, keine Ahnung. Jedenfalls sind wir jetzt hier. Aha. Ist das etwa ein Artefakt, was ich da sehe? Das hat das Spiel also vorenthalten. Toll. So. Okay. Hier ist nix. Dann würde ich mal schauen, wie wir da rüberkommen. Ah, mit dem Gleitflug. Und ein Artefakt. Yay. Wieder ein Soldat. Wer hätte gedacht, dass man mit so einer Ausrüstung hier nochmal durchlaufen sollte. Moment. Was mit der anderen Seite? Da leuchtet noch was. Ich hab doch Augen im Kopf, also ehrlich. Hallo, Truhe. Noch ein Zornkern. Aber schon für diese wieso ganzen Besuchen gewidmet. Dabadam, babadam. Dad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 
Hoppla. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ey, hallo? Was soll das denn? Ich schmeiß mich einfach runter. Eiskalt. Ja, das wird nicht gewertet, dann bin ich da schon stand. So, machen wir ganz schnell kurz Prozess. Ja, klar, Krieg. Musst du nicht springen. Du kannst über einfach so laufen. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Ich weiß, hier geht's zu Tiamat, aber vielleicht haben wir hier doch was übersehen. So. Ich will einfach zu 100% sicher gehen. Okay, die Dinger kann man nicht kaputt machen. Hier hoch. Stirb einfach, du Scheißvieh. So. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie rankommen. Aber wie? Moment. Wenn da so viele Zelda-typische Eigenschaften in diesem Spiel sind, kann ich dann eigentlich auch? Ich glaube nicht. Nee, die Kette ist, glaube ich, auch so kurz dafür. Aber da ist eine Truhe, da ist wahrscheinlich eine Abgrundrüstung drin. Aber das ist ein anderer Weg, den ich da einschlagen muss. Wir gucken einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen. Ach komm, wir laufen jetzt einfach mal diesen Weg hier weiter. Ach, jetzt auf einmal kannst du dich da festhalten. Das kommt vom Galgenturm. Der Bereich. Das steht schon mal außer Frage. Und was ist das für ein Teil, würde ich immer noch gerne wissen. Ah. Eigentlich will ich sie mit der Wumme töten. So. Na? Genug? Ah, klasse, ey. Er kann wieder mal nicht springen. Also hier sind noch jede Menge Bereiche, die wir erkunden müssen. Moment. Also noch. Vielleicht kann ich hier durch. Nö. Ah gut. Schweben. Nochmal schweben. Und geschafft. So. Hier gibt es auch keinen Durchgang. Hier sind wir jetzt auf dem Bürgeracker. Okay, vielleicht haben wir doch noch was übersehen. Wir schauen jetzt einfach mal nach. Ruin! Komm her. Und Pferd, wieso kannst du nicht springen? Wieso habe ich die vorher übersehen? Aber viele Seelen sind das nicht. Aber gesammelt haben wir gut inzwischen. Wieso habe ich das eben übersehen? Hallo, wie viele Stellen hat der noch? Ey, das lohnt sich ja auf jeden Fall nochmal, sich dicke umzusehen. Ah, diese tanzen mal wieder. Ja, super. Ich rufe das Pferd mir direkt in der Tod direkt wieder ab. Wumme. So, jetzt kann man sogar Grabsteine zerstören. Wie geil ist das denn? So. Wieder einer weniger und noch einer. So kann man schön Seelen farmen.
Wolgrim. Jedenfalls sollten wir uns. Wo ist das Gebäude eigentlich? Da. Genau das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal ansehen. So, jetzt setzen wir das Pferd erstmal weg. Wie kommen wir dann nochmal hin? So, die Fledermaus erstmal töten. Okay. Noch jemand da? Nö. Ach du! Oh, da hinten läuft noch einer. Zack. Zack. Irgendwie müssen wir hier reinkommen können. Also erkundet haben wir es auf jeden Fall. Weil es sind zwei Bereiche freigeschaltet. Da war nur der riesen Steinklotz. Ja, und dann ging es da weiter zum... Ja, zu der Brücke. Ah. Ich glaube, so langsam können wir das Rätsel lösen näher. Ey, wie kommt man da rein? Bin ich jetzt total doof? Okay, gucken wir mal nach einer anderen Lösung. Rein geht's immer irgendwo. Zwar, Moment, eine Ebene tiefer. Wenn ich jetzt wüsste, wo diese Ebene, tiefere Ebene war. Einfach alles töten, nachdem ihr uns wieder in den Weg kommt. Etwas Neues zum Spiel. Nein, mit dem spielst du nicht. Der gehört nur mir und ich gebe ihn nie wieder her. So. Na, wo seid ihr? Wow, das war auf einen Schlag. Oder? Nee, die hat sich schon teleportiert. Ach, Mann, oh. Ey, bin ich so schlecht? So, benutzt doch mal bitte deine Pistole. Oder dein Schwert. Ach komm. Halt uns nicht mit solchen Mini-Zombies auf. So, wo bin ich jetzt? Wieder ganz am Ende der Karte. Was ist denn das? Ab. Ne. Ich dachte, die könnte man verschieben oder sowas. So. Ah ne, da sind wir nur hergekommen. Aber noch was Interessantes. Ja, diese Treppe, die haben wir jetzt auch erkundet. Wo war der Zugang hierzu? Ich weiß, wir waren hier drin. Denn da ist die Tür. Bei dieser Auffahrt. Oder was da sein soll. Also hier können wir ruhig nicht rufen, aber hier. Okay, wir gucken einfach mal. Eigentlich das möglichst kurz halten, diese Aufenthalte, aber... Wenn ich es halt nicht hinbekomme, mich zu orientieren zum Beispiel... Dann kann das noch lange dauern.
Hier müsste dann irgendwo der Zugang sein. Ey, wie bin ich hier nochmal reingekommen? Aha. Das Rätsellösung. Und hier ist noch mehr Dämonen. Und da ist eine Truhe, die ich wahrscheinlich mal wieder übersehen habe. Oder das ist eine neue mit noch mehr Seelen.